Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wollte euch die Lego Bestseller von Amazon.de aus dem ersten Quartal 2019 vorstellen. Ich habe ja die letzten 3 Monate einmal im Monat schon die Monatsbestseller vorgestellt und habe jetzt weiter fleißig Daten gesammelt und habe da eine Hitliste draus gemacht. Auf dem Platz Nummer 25 finden wir ein Friends-Set, und zwar Mias Baumhaus 41335. Ja, so ein knapp 30-Euro-Set, sieht hier ganz putzig und bunt aus. Auf der 24 Lego Technik, orangener Sportwagen aus Amerika. Vielleicht kann man sogar eine Corvette drin erkennen. Naja. Auf Platz 23 ist der nächste Lego Technik Sportwagen, der 42096, der weiße Porsche 911 RSR, GTR, egal. So für knapp 105 Euro ist er ja meistens unterwegs. Auf Platz 22 ein Duplo Schienenset, ja, weil ja Eisenbahn doof sind, ist das einer der Top-Bestseller geworden. Na gut. Auf der 21 ein großartiges Set, das 31088 Creator 3 und 1 Bewohner der Tiefsee-Set. Das habe ich inzwischen zweimal gekauft. Habe ich ja schon Alternate-Bild vorgestellt. Super Set. Auf der 20 eine Creative-Classic-Bausteine-Kiste. Ich finde es ein bisschen überteuert, aber okay. Auf jeden Fall Bestseller. Auf der 19 das Lego City Arctis Frachtflugzeug. Auch so 30, 35 Euro Set. Ja, hat ein Mammut drin. Das ist schon mal positiv. Auf der Nummer 18 Lego Ninjago Blitzdrache, der 70652. Ja, den Ninjago-Drachen finde ich schon ganz cool. Vielleicht kaufe ich mir auch eines Tages mal einen. Mal schauen. Auf der 17 ist Lego City 60180 der Monster Truck. Ja, das ist ein Monster Truck. Weiß nicht, gibt es noch Monster Trucks? In meiner Kindheit war das mal ganz groß. Auf der 16 der Stunt Racer von Lego Technik. Das Ding ist ja unverbindliche Preisempfehlung, so halb teuer. In den letzten Monaten war das ja immer Kampfpreis für 56 Euro bei Amazon. Auf der 15 Lego City 60239 der City Streifenwagen für knapp 10 Euro. Auf der 14 Lego Ninjago Samurai Roboter, da hatte ich auch mal ein Review von gepostet. Wenn es interessiert, kommt in die Beschreibung unten rein. Ein kleines, großartiges Set aus der aktuellen Ninjago-Reihe. Auf der 13 wieder eine Steinekiste, diesmal die große Bausteinebox. Ja, Lego Bausteinebox halt, ne? Auf der 12 wieder Lego Classic, eine blaue Bauplatte 70714. Ja, Baseplates braucht der Mensch. Auf der 11 ist wieder Lego Technik gelandet, 42071 der Raddoser. Der ist sehr, sehr konstant immer in den Top 20 gewesen in den letzten 3 Monaten. Der verkauft sich immer noch gut, das kleine Tetrix-Set. Top 10 auf der Nummer 10, die mittelgroße Bausteinekiste. Ja, vielleicht sollte ich die Bilder mal ein bisschen kürzer einblenden von den Bausteinekisten. Davon gibt es viele in den Top 25. Und es ist doch immer das Gleiche. Dann haben wir 2304, die Duplo-Bauplatte. Und die sind ja scheißteuer. Dafür zahlt man 15, 20 Euro für so eine Baseplate. Unglaublich teuer. Aber meine Kinder hatten mehrere davon. Auf der 8, 60183, der Schwerlasttransporter mit Hubschrauber, weil gefühlt jedes vierte Lego City Set hat Hubschrauber an Bord. Also,
Auf der 7 Lego City, der Force Traktor. Auch ein tolles Stück, da mit dem wunderschönen grünen Traktor, ein paar Baumstämmen, da so ein kleines Bäumchen. Super Set für einen kleinen Preis. Ja, grün, einfach nur grün. Das T-Rex oder Dinosaurier 3 in 1 Set, ich habe das ja auch vorgestellt. Der wunderschöne Dinosaurier, gibt's wunderschön. 70666, der goldene Drache von Ninjago. Wie cool, da ist viele Pearl-Gold-Teile drin, habe ich gesehen. Da überlege ich auch mal, ob ich den holen soll. Auf der 4 Lego Harry Potter, die große Halle von Hogwarts. War mit vielen Rabatten, eigentlich das ganze Frühjahr schon im Winter, auf Amazon unterwegs, sicherer Platz 4. Auf Platz 3 Lego Classic Baseplate. Noch eine. Verkaufen sich einfach sehr, sehr gut, die Dinger. Auch wenn sie nicht ganz billig sind, habe ich auch zig davon. Auf Platz Nummer 2, das ist Zack. Eins der Lego Pullbacks Autos aus der Technik-Serie. Verkauft sich immer noch großartig. Ich habe es ja mal erzählt, meine Kinder lieben die Dinger. Mit einmal viel gespielt und Platz Nummer 1, 42073, das ist Bums. Das ist der zweite von den beiden. Die beiden sind wirklich Bestseller, die sind fast immer in den Top 10 gewesen, egal wie häufig ich geguckt habe. Verkaufen sich immer noch großartig. Es gibt ja schon den Nachfolger davon, aber ja, das war die Top 25. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet und wir sehen uns demnächst wieder.